Ja, es gab im Internet wieder einige Berichte über Homophobie im Islam und Diskussionen. Was sagst du als schwuler Türke zu Homophobie im Islam? Also, es wundert mich, dass gerade aus muslimischen Kreisen Menschen homophob sind, weil gerade Homosexualität ist ein wichtiger Bestandteil islamischer Kultur. Aber viele Muslime würden das jetzt abstreiten, oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Sie würden es abstreiten, weil sie sich das nicht eingestehen können. Aber in islamischen Ländern ist es gang und gäbe aufgrund der Geschlechtertrennung, dass es eine latente Bisexualität gibt. Du bist hier auch in Düsseldorf in der schwulen Szene unterwegs. Gibt es da auch schwule Türken oder sonstige schwule Muslime, mit denen du diese Erfahrung gemacht hast? Ja, natürlich. Es wird doch oft gefragt von ungeouteten Leuten, welche Position man beim Sex nimmt, ob man aktiv ist oder passiv ist. Und bei Muslimen gibt es eine Eigenart. Solange sie den aktiven Part übernehmen, gelten sie nicht als homosexuell, sondern als hetero und maskuliner Mann. Das heißt, du bist da vorne jetzt mal in einer schwulen Bar zum Beispiel, nehmen wir das mal an, und da kommen Türken oder andere Muslime auf dich zu und wollen was mit dir machen. Wie läuft das konkret dann ab? Ja, ich bin es ja gewohnt, auch über die sozialen Netzwerke und über andere Seiten angesprochen zu werden. Und ich muss sagen, es sind oft Menschen aus sehr religiösen Kreisen, also wo die Mutter Kopftuch trägt und die Schwester Kopftuch trägt. Und das sind auch keine Jungs, wo man offensichtlich sieht, dass sie homosexuell sind. Also es sind oft Fußballer, Kickboxer und sehr maskuline Männer, und die auch im Sport recht erfolgreich sind. Mhm. Und die nimmst du dann zu dir nach Hause oder du gehst zu dir nach Hause? Und wie läuft das dann ab und wie verbleibt man? Es läuft versteckt ab. Und es wird abgesprochen, dass wenn man sich auf der Straße begegnet, das Thema nicht thematisiert wird, aufgrund sie sich für diesen Akt schämen. Und das sind auch sehr religiöse Leute, die vielleicht auch Funktion haben in den Düsseldorfer Moscheengemeinden zum Beispiel? Ja, insbesondere. Also ich bin es noch gewohnt, als Jugendlicher haben viele für mich die Koranschulen und Korankurse geschwänzt und kamen zu mir nach Hause und wollten was mit mir haben. Und das waren insbesondere besonders religiöse Menschen. Okay.